Hi, hi, da bin ich wieder und ich habe jetzt hier in meinen Händen eins der Gremlings und zwar aus der Serie 1. Also es gibt vier Stück, vier verschiedene. Gizmo ist auch dabei und die ganzen Figuren an sich sind jetzt nicht wirklich beweglich, also keine Bewegungspunkte wie ein Butterfly-Gelenk oder so ein Kugelgelenk oder ein doppelten Ellenbogengelenk. Aber dafür haben sie, hier sieht man es, sind die wohl irgendwie in irgendeiner Form dehnbar, stretchmäßig irgendwie, doch biegsam und beweglich und haben auch ein cooles Base dabei. Das sieht man jetzt hier so durch die Verpackung nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, wir öffnen mal diese Figur. Gremlings kenne ich nur von der Firma Necker und von Super Subject oder Loyal Subject, so rum. Aber hier ist das diesmal eine andere Firma, die mir jetzt davor nichts sagt. Ich habe Bendy Figures hier, Gremlings Serie 1, Toys hier, The Noble Collection Toys. Da gibt es bestimmt viele andere Figuren auch, aber mir persönlich sagt das jetzt nichts. Das ist jetzt die erste Figur, die ich von dieser Firma jetzt habe und auch in dieser Form. Deswegen habe ich mir jetzt noch nicht alle vier gleich bestellt. Aber wenn dieser Gremling mega cool ist, würde ich sagen, dass ich mir auf jeden Fall noch die anderen hole, bevor die wieder weg sind. Weil die Gremlings an sich sind ja wirklich mega coole Figuren und ich schaue mir auch jedes Jahr immer wieder, also mehr so zur Weihnachtszeit, die Filme nochmal an. Weil ich die Gremlings wirklich unheimlich cool finde. Und deswegen würde ich sagen, wir packen den jetzt mal aus, schauen ihn uns an. Und wenn der was ist, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, die anderen drei auch noch hier zu sehen. So. Ich weiß nie, wie man diese Figuren auf Karte wirklich ordentlich rausholt, ohne wirklich den Hintergrund und die Verpackung zu beschädigen. Hier ist jetzt kein wunderschönes Bild, ein Artwork im Hintergrund. Also er ist an der Seite, deswegen beschädigen wir nicht viel. Aber oft sind da wirklich, ist das eine sehr schöne Verpackung, die sehr schade drum ist, dass man die halt immer kaputt macht. Ja, der sieht schon toll aus. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Nahaufnahme und schauen uns das Ganze mal an. Der Mund ist jetzt nicht zu öffnen. Der ganze Gremlin ist so ein bisschen aus Gummi. Aber recht interessant. Wir werden gleich mal sehen, wie biegsam und dehnbar die Figur an sich ist. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Figur schon aus der Reihe, also Serie. Vielleicht, ich muss das mal googeln. Ich habe mir das noch nicht ganz genau angesehen. Oder habt ihr vielleicht schon Figuren von der Firma oder ist die ganz neu? Ich müsste mich da erstmal schlau machen. Ich bin jetzt erst drauf gekommen wegen den Gremlings. Die haben mich jetzt dazu geführt. So. Ja, so ein bisschen sehe ich schon was. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Nahaufnahme. Keine Zeit verschwenden und schauen uns den Gremling jetzt mal an. So, jetzt habe ich ihn mal rausgeholt, den kleinen Gremling. Ich zeige euch mal ganz kurz noch die Verpackung, allen wichtigen Informationen oder auch nicht wichtig, die möglichen Gargoyles sage ich, Gremlings, die es noch gibt. Eventuell würde ich mir noch den Gizmo holen, wobei die sehen alle cool aus. Und es ist auch recht interessant, wie die hier gemacht sind vom Material her. Ich zeige euch jetzt mal gerade das Base, ja? Also ich habe den jetzt mal rausgeholt. So sieht das Base aus. Ich finde so eine Gestaltung, die Bemalung und den Schriftzug finde ich schon mega cool. Es ist ein schönes, stabiles Base. Schaut mal, das ist, ja, es ist schön stabil und hoch. Das sieht sehr gut aus. Und nochmal das Logo, die Firma und alles mit drauf, mit dabei. Jetzt, wo ich die Firma kennengelernt habe, werde ich mir auch mal die anderen Figuren angucken, die sie anbieten. Wenn sie überhaupt welche noch anbieten, muss ich halt mal schauen. Dann, ja, das sieht genau, das sieht, hat ein bisschen Gewicht, das ist schön stabil. Normalerweise hat man da immer so ein kleines, schmales Base, wenn überhaupt dabei. Also das hier finde ich recht schön. Das sieht auf jeden Fall in der Vitrine gut aus, es ist schön stabil. So, aber jetzt zur Figur. Wir wollten ja uns die Figur angucken. So sieht er vom Gesicht her aus. Ich finde, vom Gesicht her, man erkennt auf jeden Fall sofort, dass er hier ist, ein Gremling.
Das ist mir ganz wichtig, dass wir auch sehen, was wir hier überhaupt haben. Von der Bemalung her finde ich es auch ganz gut. Was mir nicht gut gefallen hat, ist hier, dass man diesen Klebestreifen, also das Klebe hier sieht, dass es zwei Teile sind. Also es ist jetzt nicht wirklich schlimm oder dramatisch, ist mir halt nur gerade aufgefallen. An sich finde ich, dass der schön modelliert ist. Man sieht auf jeden Fall gut aus. Auch so im Gesamtbild sieht es recht putzig aus. Dann, ja genau, Bemalung und Modellierung gefällt mir sehr gut hier. Ich kann mir gut vorstellen, alle Gremlings oder mehrere davon in der Vitrine stehen zu haben, auch mal mit rauszunehmen. Also die sehen auf jeden Fall optisch gut aus. Alleine steht er nicht, weil er halt so einen schweren. Doch, er steht doch alleine. Okay, dann habe ich es ein bisschen ausbalanciert mit den Händen, weil der Kopf halt nach vorne ist. Der wollte vorhin einfach nicht stehen. Aber cool, dann steht er auch von alleine. Hier diese Handflossen, was er hier hat, die sehen etwas schlicht aus. Also wenn man jetzt das ganz streng nimmt, sehen etwas schlichter aus. Finde ich hier oben doch ein bisschen besser. Ja, von der Bemalung her finde ich es aber okay. Alles gut. Aber jetzt zu den Bewegungspunkten. Der hat ja nicht wirklich Bewegungspunkte in dem Sinne. Er ist aus Gummi. Das sieht man hier. Die Hände sind biegsam. Also überall, wo diese, hier, vielleicht sieht, erkennt man das, Pünktchen sind, ist er so einigermaßen beweglich. Hier, da kann man vielleicht einen Ball wegschießen oder mal zutreten. Aber es ist nicht wirklich ein Bewegungspunkt irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist halt aus Gummi. Er ist Stretch. Man kann an ihm rumziehen, man kann ihn so kleines bisschen verbiegen, aber dann zieht sich das auch zurück. Also wenn ich den Arm jetzt hochnehme, dann zieht er sich auch langsam wieder zurück. Hier, wie gesagt, an diesen drei Pünktchen, wenn man das ein bisschen biegt, bleibt es eher. Man kann die Hände so ein bisschen nach unten biegen. Also man könnte sie so ein bisschen nach unten dehnen. Dann bleiben die auch so unten. Oder man sagt, hey, ich möchte, dass er sie ein bisschen hochgehalten hat. Keine Ahnung, weil er gerade nach etwas schnappt oder so, dann sieht es so aus. Also so ein bisschen biegsam, sage ich mal, ist er, aber jetzt nicht wirklich als Bewegungspunkt. Ich weiß nicht, ob er als Actionfigur wirklich durchgehen würde. Ja, man kann auf jeden Fall mit ihm spielen, soweit es ein Spielzeug für Kinder ist. Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren sind denn die Gremlings? Ich gucke mir den Film jedes Jahr an, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ab wie vielen Jahren der Film jetzt ist und ob die Figuren was für Kinder wären. Für den einen oder anderen bestimmt, aber ja. Ja, also an sich würde ich sagen, der sieht richtig putzig aus. Ihr könnt euch euer eigenes Bild machen hier. Sieht schon cool aus irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die anderen auch holen würde. Also aussehen tun sie schon gut. Das Base ist auch cool. Zubehör haben sie zwar jetzt nicht, außer Gizmo hätte jetzt hier oben die Trompete. Da. Sieht man das? Die Trompete hätte Gizmo. Das Gummihafte ist schon recht interessant. Dafür, dass ich meistens Actionfiguren so aus Plastik habe, ist das Gummihafte hier auch recht interessant. Gucken, kann man ihn nach hinten biegen? Nee, der Körper an sich ist ziemlich fest. Ich will jetzt auch nicht irgendwo irgendwas biegen und brechen. Also im Gesamtbild, so neben der DVD oder Blu-ray-Sammlung der Gremlings oder so, macht er sich bestimmt sehr gut, auf jeden Fall mit dem Bass und so. So ein bisschen zum Rumspielen auf jeden Fall auch lustig und cool. Ja, ist halt wieder ein Gremling in meiner Sammlung, der auf jeden Fall richtig cool ist. Waren auch jetzt nicht so teuer. Und deswegen denke ich, kann man sich so den einen oder anderen holen. Also mir gefällt er wirklich gut. Ich hätte ihn auch gern vielleicht im Auto irgendwie platziert. Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall hier sehr schick aus. Gefällt mir sehr gut. Ist halt ein bisschen hier, je nachdem, von der Bemalung ein bisschen schlichter. Also schaut mal. Dem einen oder anderen gefällt's. Den anderen stört's nicht. Nur, dass man das mal gesehen hat. So. Cool, oder? Ein cooler Gremlin hier. Wäre schon richtig cool, wenn jetzt hier alle vier stehen würden. Mal sehen, mal sehen. So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von den Gremlings. Und dann sehen wir uns zu den eventuell nächsten Gremlings. Mal schauen, ob ich den einen oder anderen mir noch in die Sammlung hole. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.